Na komm, jawohl. Aha. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Folge 45. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben und hier geht's auch direkt weiter. Deswegen weiterhin ganz viel Spaß beim Let's Play. Wir haben in der letzten Folge dieses Monster gefunden, den Pacific P16. Und jetzt werden wir Brücken reparieren, und zwar zwei Stück. Ich hoffe mal, dass dieses Ding Anhänger ziehen kann. Es ist ein Monster, ja, also... Er kann es auf jeden Fall, das ist schon mal super. Ingo! Wir müssen zwei Holzplanken zu einer Brücke transportieren, die quasi hier steht. Das ist super, oder? Holzplanken. Es ist wunderbar. Was kriegen wir hier? Hier gibt es auch ausschließlich Holzplanken. So. Das wäre dann unser erster Auftrag mit Anhänger, den wir erfolgreich meistern würden, tatsächlich auch. Wir können theoretisch den Kreis auch rumfahren. Wir müssen dann einfach nur hier auf die Straße und hier ist es ja auch schon. Ja, das war die Mission und dann müssen wir das aber hier zur Brücke natürlich auch bringen. Ach, wir mussten die Mission erst irgendwie... Achso. Na gut, gucken wir nochmal. Fakt ist, wir haben letzte Folge festgestellt, dieser Truck ist ein wahres Monster, lässt sich so schnell von niemandem einschüchtern. Lediglich so ein bisschen das Steile war so ein bisschen sein Problem, weil die Hinterräder ein wenig abheben und dann ist natürlich keine Traktion mehr da. Weil Allradantrieb fehlt. Aber den können wir vielleicht nachträglich noch einbauen. Ich weiß es leider nicht. Vielleicht auch nicht, aber... Ich schaut ihn euch an, Alter. Der ist so OP. Das ist ein Riese. Mit jeder Menge verfügbarem Sprit. Mit jeder Menge Kraft auch. Ich meine, das hier macht er jetzt gerade schon ohne jegliche Schwierigkeiten. Außer, dass der Wenderadius von dem Ding auch wirklich Wünschen übrig lässt. Ich finde es auch gut, dass 46 Schaden bei dem auch nicht so viel sind. Bei unserem Auto wäre das schon die Hälfte gewesen. Wahrscheinlich kriegt er deswegen auch so viel. So. Ich hoffe mal, das war's dann auch. Jetzt haben wir die Aufgabe, wir müssen da runter. Ah, das wird ekelhaft, wieder hochzukommen. Aber wenn es gut läuft, können wir ja... rüberfahren jetzt. Ja, schön. Wow, das ging ja schnell. Du bist wirklich ein Experte für Brückenreparaturen. Ich werde das weitersagen. Wundere dich also nicht, wenn immer mehr Leute mit Brückenbeschwerden zu dir kommen. 1000 Dollar nehmen wir nochmal. Perfekt. Damit haben wir die Route hier schon mal geschaffen. Das ist auf jeden Fall besser, als hier rumzufahren. Jetzt müssten wir theoretisch wieder Holz holen, weil wir haben ja da oben noch eine Brücke. Die brauchen wir auch, um weiterzukommen, um hier hinzugehen und diese Punkte hier reinzuschalten. Das ist ja jetzt auch unser Ziel eigentlich gewesen. Dafür müssten wir wieder zurück. Wir probieren es natürlich. Das juckt den Truck nicht. Wir ziehen den Anhänger einfach mit. Ha, so ein Ding. Okay, es ist... Na, warte mal. Wir können jetzt den Anhänger abkoppeln einfach mal. Jetzt können wir entspannt wenden. Die Steine nicht stören würden. Ja.
wo kommt man voran, Freunde? Das Einzige, was noch fehlt, ist jetzt der Anhänger. Den müssen wir natürlich mitnehmen, ist klar. Der Wenderadius fehlt ihm leider sehr, aber das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. So. Geht das nicht? Hä? Schau mal deine Base hier. Na gut, okay. Warum auch immer dieser Anhänger nicht das hier dran haben will. Dammit. Und gut, dann werden wir mal von dort ranfahren irgendwie und den ankoppeln. Das geht's gerade nicht. Allein so ein Manöver mit so einem Truck ist halt, dauert halt schon ewig, ne? Das hat aber wenigstens geklappt, hat ja nur 7 Minuten gedauert. Ja, wobei, wir haben ja die Ladung auch schon geliefert gehabt. So, Lieferung zur Inselbrücke, 2x Holzplanken, selbstverständlich. Das sind jetzt aber nur diese einfachen Schrottbrücken, ne? Das ist natürlich auch nicht so schön. Ah. Lassen wir mal so eine Route hier, dass wir dann den Weg nicht verlieren. So, dann wieder zurück. Diesmal können wir über die Brücke rüber. Wir können gerne nochmal hier vorbei. Dann hier hin. Mit dem Truck zu fahren macht wirklich Spaß. Das muss man einfach mal so sagen. Die eigentliche Straße führt da eigentlich rum. Naja, der fährt ja hier einfach geradeaus durch. Das ist auch okay. Muss man ja mal sagen. So, schon sind wir wieder da. Können wir sogar in einer Folge 2 Brücken unser eigenen. Ey, Wahnsinn. Da nennt man doch mal Fortschritt. Ich freue mich. Das ist ja wirklich schön. So, 2 Holzplanken. Bitte sehr. Leicht verdientes, kleines, aber feines Geld. Aber er hat ein Drittel des Benzins halt schon verbraucht, ne? Also, für lange Routen ist er jetzt leider nicht so gut geeignet, ne? Weil wir ihn schon einigermaßen bewegt haben, aber es ist... ja, ne? Also... kann schon einiges ziehen. Wenn er einmal Grip hat hier und diese Reifen haben mehr Grip, weil sie größer sind,
quasi bessere Offroad-Eigenschaften haben. Das kann man allein schon sehen, wenn man die Reifen nur anguckt. Ja, stell dir mal vor, man kann hier noch geilere Reifen drauf machen und noch einen Allradantrieb. Digga, das Ding ist OP. Vielleicht ein Motor, der effizienter ist, das wäre Overkill. Aber den bringt so schnell nichts zum Stecken. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Dass wir jetzt mit dem Ding nicht im Wasser landen. Die Anfahrt muss schon stimmen. Ich glaube, die ist ein bisschen breiter aber als die anderen, ja. Die ist ein bisschen breiter. Okay, alles super. Wäre jetzt natürlich schon kritisch, wenn so eine Brücke so eine Gewichtsgrenze hätte oder so. Okay, das hier ist jetzt wieder so ein kritisches Ding. Oh, shit. Ja, gerade ist immer mit der schweren Ladung im Gepäck. Ach, Digga, was mache ich mir eigentlich im Kopf, Alter? Okay, Moment. Was haben wir noch? Ah, schön. Mensch. So, wir halten an der Tankstelle. Jetzt können wir hier auch fahren. Jetzt haben wir hier so gesehen die Hauptstraße frei. Der Kraftstoffverbrauch schon immens. Jetzt sind wir halt noch so lange den Pickup gefahren. Ich glaube, daran liegt es auch eher. Wir sind einfach nicht mehr gewöhnt so, ne? Oh. Schön. Da fühlt man sich nochmal sicherer hier. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir sind hier diese paar Meter aus der Tankstelle rausgefahren, haben einen Liter schon verbraucht. Also. Zwei Liter, ey. Das ist schon krass. Und hier sind wir ja auch schon. Aber das ist noch die Aufgabe. Wir müssen noch zur Brücke vor. Und dann können wir den Truck hier erstmal stehen lassen und weiter mit dem Scout losziehen. Den Lastengang macht, Alter, dann baggert der sich hier durch, Alter, als wäre das nichts. So. Weiter kann's gehen. Wow, es ist erstaunlich, aber die von dir reparierten Brücken sind robuster, als sie es vorher war. Ich wünschte, jeder würde seine Arbeit so gewissenhaft machen. Ich danke dir im Namen aller Ranger von Michigan. Nochmal 1000 und nochmal 100 Erfahrung. Wir sind mittlerweile auch schon gut Level 6. Es läuft. Wir Michigan schon zu 37% abgeschlossen. Auch nicht schlecht. Tamir noch gar nicht. Da sieht man. Fahrzeuge 7 von 8. Eins übersehen wir noch. Das muss auf dieser Karte sein noch. Ach nee, das ist wahrscheinlich der Scout, den wir noch nicht hatten, oder? Wahrscheinlich haben wir den noch nicht, weil wir den noch nicht angefahren haben. Und zwei Upgrades noch, okay. Uns erwarten noch zwei Upgrades auf dieser Karte. Auf den anderen haben wir das ja schon eingesammelt. Das heißt, eins davon, es ist typisch, dass es das letzte ist, ne? Zu erfinden. Machen wir mal Platz für unseren Scout. Ah, schön. Der ist auch noch fast voll. Den haben wir als Rückfallebene. Falls der umkippen sollte, könnte man mit dem theoretisch nochmal hinterherfahren. Genug Benzin hat ja auch der. So. So einfach geht's. Ah, hier ist nur ein Serviceanhänger. Hier waren wir offenbar ja auch schon. Ach so, wahrscheinlich sind wir das ja alle schon gefahren, sind auf diese Brücke gekommen und haben dann abgebrochen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ja, schön. Na gut, dann müssen wir auf jeden Fall diese Straße erst fahren. Das ist natürlich ein sehr großer Umweg zu dem zweiten Punkt, aber der Tank muss eigentlich locker reichen.
Gas und da steht Truck Parking. Ah, ich würde gerne meine Aufnahmesession. Ich mache jetzt diese Folge und danach nur noch eine, leider auch. Die Zeit ist ja auch schon wieder vorbei, aber derzeit würde ich hier gerne das alles abgeschlossen haben. Das heißt, alle Punkte, also diese zwei noch und die zwei Upgrades. Dann sind wir mit Michigan erstmal soweit vom Scouting her durch. Wir könnten dann theoretisch Mission machen oder wir gehen jetzt nach Alaska dann auch erstmal, machen da alles. Ja, der eine Truck fehlt aber noch, den müssen wir noch suchen, ne? Das müssen wir wirklich noch suchen, das haben wir noch nicht gefunden. Den haben wir noch nicht eingesammelt, glaube ich, weil wir da nicht vorbeigekommen sind. Müsste doch der Scout sein. Das ist der Turm auf jeden Fall. Das wäre wirklich cool, wenn das noch klappen würde in dieser Aufnahmesession. Also mit dem Scout muss jetzt nicht sein, weil dann müssen wir ja, wobei, per Karte kann man das ja schnell durchsuchen, dann dahin, na gut, dann müssen wir dahin fahren. Das verschieben wir dann auf meine morgige Session. Bei euch kommt der Snowrunner aktuell auch alle zwei Tage so. Immer noch, denke ich, hoffe ich, dass es zumindest immer noch so ist. Zum Starttermin war es jedenfalls. So. Das Einzige, was der besser macht als der andere, ist natürlich weitaus weniger Sprit verbrauchen. Und glaube ich, trotz 72 Liter kommt der deutlich weiter. Weil er halt zum Teil wirklich nur weniger als 3 Liter schluckt. Ist ein Vorteil. So. Wir springen mal wieder vor. Nachts wollen wir nicht mehr machen. Haben wir uns jetzt genug angetan, die Nacht. Ich sehe da immer nichts und krieg hier einen Koller. Können wir darauf verzichten. Ja, Upgrade. Gib her. Gib her. Kein Upgrade-Standort hier. Ah. Was natürlich richtig blöd wäre, ist, wenn das genau hier ist. Und zwar das, was die Punkte nicht aufklären und so. Ja, sein, dass hier einer. Also, das wäre jetzt nicht so schön, muss man sagen. Weil man die doch eigentlich darüber freischalten müsste. Wenn es zumindest so geiler. Nix. Wir müssen tatsächlich den ganzen Weg zurück. Hier los. Dann halt hier rum dann. Weitaus echt. Aber kein Upgrade-Standort für uns. Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der andere Punkt uns zwei Upgrade-Standorte offenbart. Müssen wir entweder gucken, ob es wirklich leider so ist, dass die Teile, die die Punkte nicht aufdecken, dass da auch noch welche versteckt sein können. Oder wir haben in irgendeiner anderen Map noch einen nicht eingesammelt oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Müssen wir dann im Zweifelsfall dann noch prüfen, wenn wir uns die anderen Karten nochmal alle anschauen. Wenn wir hier durch sind. Kann doch nicht sein. Weil einer dieser zwei Punkte muss ja die erhöhten Federn haben für all unsere Trucks. Kann nicht wahr sein, dass wir ausgerechnet das als allerletztes finden. Wahrscheinlich merkt sich das Spiel, das hätte es übrigens fast gewesen sein. Das Spiel merkt sich, welche Trucks wir haben und fahren und verteilt die Punkte genau so, dass wir den als letztes finden. Ich sag's euch. KI, Alter, KI. Die auch noch funktioniert, ey. Ach, und das war's halt auch für uns hier. Ach, scheiße hier. Aber, wenn ich das so sehe, sind wir gar nicht so weit weg von der Brücke, ne? Ja, okay, dann. Können wir den nochmal rausziehen? Ist jetzt sehr ärgerlich, dass das jetzt passiert ist. Aber krass, erst nach der 7. Folge sind wir umgefallen mit diesem Ding. Weil ich jetzt auch abgelenkt war, auch einmal. Das ist kein Problem. Das kriegen wir jetzt hin. Zum Glück ist der
zur Stelle. Ist der? Ja, das ist in Ordnung. Den Punkt müssen wir noch fahren und dann ist das Ding direkt links. Den kriegen wir wieder aufgerichtet. Und wenn er aufgerichtet ist, dann funktioniert er auch wieder. Gar kein Ding. Und dann tanken wir den sogar noch auf. Dann haben wir sogar hier gar kein Ding. Gar kein Ding. Was bringt dieser scheiß Service-Anhänger, Alter? Was hat der denn? Ohne Scheiß. Ich verstehe es einfach nicht, was man mit dem hier machen soll. Eigentlich nur für Missionen oder so. Da ist er ja. Ha. Ja. Naja, gut, dann. Mal gucken hier, das müsste doch gehen. Na komm, jawohl. Aha. Ich danke dir. Da haben wir uns einfach mal selber geholfen, weil wir es können. Und das natürlich nur mal Demonstrationszweck. Natürlich habe ich das jetzt gemacht, ja, ist klar. Also, das ist ja ausschließlich zur Demonstration hier, ja. Also, ich will euch ja zeigen, was in diesem Spiel auch geht, ja. Und genau für sowas hätten wir dann auch die automatische Winde, ja. Die automatische Winde würde uns sowas halt auch komplett ersparen. Ist halt leider sehr teuer, aber ich glaube, bei diesem Fahrzeug gerade wird uns das wirklich wert sein. Und ich sehe auch, die Folge ist ja sowieso schon längst vorbei, haben wir aber nochmal gerettet, das Fahrzeug. Nächste Folge geht es dann hier weiter, wir entdecken den letzten Turm und das letzte Upgrade hoffentlich auf dieser Karte. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.